Im Dialog Schornstein-Eigenschaften im Register Schornstein werden Ihnen links sämtliche Informationen zum markierten Schornstein angezeigt. Der rechte Bereich, welcher ein- und ausklappbar ist, beinhaltet eine 3D-Vorschau des markierten Schornsteins. Sie können links den Regenschutz für den Schornstein aktivieren. Er wird Ihnen in der 3D-Darstellung entsprechend dargestellt. Sie können steuern, ob für die Dachdurchdringung des Schornsteines Anschlussbleche dargestellt werden sollen oder nicht. Und Sie sind in der Lage zu definieren, ob die Höhe über First so wie im Standard voreingestellt über First mit hier 40 cm, dieser Wert kann natürlich jederzeit geändert werden, ausgeführt werden soll, oder ob Sie einen anderen Bezug für die Schornsteinhöhe verwenden wollen. Die Bezüge, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind Abstand senkrecht zur Dachfläche, Abstand senkrecht zur Dachfläche mit Maximalhöhe kombinieren, Abstand horizontal zur Dachfläche, Abstand horizontal mit Höhe über First kombinieren. Je nachdem, was Sie auswählen, haben Sie entweder nur die Höhenangabe, nur die Abstandsangabe oder beide Werte entsprechend zur Verfügung. Beachten Sie bitte bei den hier vorzunehmenden Einstellungen, dass dies mit den örtlichen Regeln Ihres Schornsteinfegermeisters korrespondiert. Ebenso wird Ihnen für den geplanten und markierten Schornstein der aktuelle Drehwinkel und die Information gespiegelt, nicht gespiegelt angezeigt. Sie sind hier ebenfalls in der Lage, diese Werte für den markierten Schornstein entsprechend zu verändern. Im unteren Bereich des Dialoges werden Ihnen die Hinweistexte des Schornsteines und die Quelle, das heißt also die Planungsdatei des Schornsteines, angezeigt.